Hi Leute, recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Titanfall 2. So, ich habe jetzt mal ein bisschen in der Steuerung rumgespielt. Da hatten wir in der letzten Folge richtig Probleme. Und ich habe es jetzt einigermaßen hinbekommen. Ist zwar nicht so, wie ich normalerweise einen Shooter spiele. Also es sind zwei Tasten jetzt nicht da, wo sie normalerweise liegen bei mir. Das nervt mich ein bisschen, aber jetzt probieren wir es doch mal. Ich glaube, dass es jetzt ein bisschen besser ist wie vorher. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir den Kameraden hier kriegen jetzt. So, schau mal. Na? Haben wir wieder nicht gekriegt. So ein Holz. Sie sind ja fast geflogen. Okay. Jetzt würde ich aber sagen, ich will jetzt eigentlich gar kein Ding mehr machen. Ich will jetzt eigentlich mal ins Spiel reinschauen. Was soll man hier machen? Tierniveau, Parkour und stoße dann wieder zu Captain. Sind Sie fertig? Klar. Next Film, X. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut, das wird Ihnen gefallen. Es wird Zeit, dass Sie die andere Hälfte des Pilotendaseins kennenlernen, den Titan. Fordern wir einen an. Ich dachte, das dürfen nur Piloten. Das ist nur eine Simulation, Schütze, nicht die Wirklichkeit. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Okay. Das ist mein Partner BT, Vanguard-Klasse. Militärtechnologie Marke Eigenbau. Das erste Chassis, das wir selbst entworfen haben, das wir nicht von der IMC stehlen mussten. Nur Zuschütze, fordern Sie Ihren ersten Titan an. Da oben am Himmel, da ist er. Okay, Schütze. Klingt, als wäre die Kacke am Dampfen. Ich hol sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper, machen Sie schon! Ganz ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Dekompression. Der wird schon, glaub mir. Ja, Sir! Alle Mann auf Gefechtsstation. Das ist keine Übung. Aufpassen! Die töten uns! Okay. Jedenfalls versuchen sie es. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben sie den Dreh raus. Wir machen einen Piloten aus ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Lastimosa. Anderson. Wir sehen uns dann um. Wir sehen uns heute einen neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf. Das hat was vom Pacific Rim, muss ich sagen. Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Arsch hoch, Cooper. Wir treffen uns am Landungsschiff. Okay. Let's Fetz. Wir machen normal. Normaler Schwierigkeitsgrad müsste ja eigentlich gehen. Respawn Entertainment Presents. Titanfall 2. Oh. Keine normale Forschungsapparatur.
Orbitalabwehrsysteme. Die waren auch gerade der Schutzindex. Oh, schon richtig nice aus. Sehr, sehr nice. Mark 8 Rettungskraft ist ein Team. Passagier Elitschütze Jack Cooper, Kennziffer 20131. Stabilisieren. Sand zu Fentanyl verabreicht. Okay, kann ich nichts machen, Leute. Nimm mal den Gurt ab. Okay, Klappe abgekoppelt. Sehr, sehr nice. Noch von den Viechern eine Waffe nehmen. Die mal ausprobieren hier. Feuern auf die Spectre! Verwechsel immer die zwei Tasten. Das wird eine richtige Umstellung werden hier. Okay, wir rücken mal vor, würde ich sagen. Hier ist Captain Lastimosa. Ich habe Ihre Position. Bin unterwegs. Wow, feindlicher Titan. Geil. Cooper, Sie sehen nicht gut aus. Warten Sie. Das Zeug haut Sie vermutlich um, aber wenn Sie aufwachen, sind Sie wieder fit. Beste Monster, Feind-Titans nähern sich. Apex Predators. Verstanden, BT. Seltener. Unten bleiben, Cooper. BT, los! Geil, die haben ein Schild auf. Geile Sache. Oh, zwei Titanen. Das ging ja nicht so gut aus für den. Was will ich denn hier machen überhaupt? Muss ich hier schießen oder was? Nee. Nö, kann ich nicht machen. Die hat einfach einen Bärenfell an. Kann mich nur bewegen. Schon.
18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hey, Richter! Lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistkerl. Wir haben hier eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlt. Okay, die haben anscheinend nicht gemerkt, dass ich noch lebe. Tja, das ist denen ihr Pech, würde ich sagen. Alter, was ist denn hier los? Geile Sache. BT-7274, Planet Typhon, Abschussstelle. Die MCS James McKellen. Okay. BT, übertrage Autorisierung auf neuen Piloten. Verbindung. Bravo Tango 7274. Cooper, nehmen Sie meinen Titan. Nehmen Sie meinen Helm und mein Jacket. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf. Jetzt wird's ernst, Leute. Okay, wir haben den Captain begraben. Okay, ich bin anscheinend jetzt in dem Anzug drin. Neuer Benutzer gefunden, Name Jack Cooper, Blutgruppe A+, Geburtsdatum 10.06.87, okay. Alles unbrauchbar hier. Was ist hier los? Egal. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Beschaffe eine aufgeladene Titanbatterie. 62 Midi. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Okay, ich habe noch keinen Doppelsprung. Was? Weg gefunden, Geisterläufer starten? Oh, mach ich denn? Alter! Hier geht's lang. Ich lade immer mal nach, bevor die Viecher hier kommen. Viecher! Alter, die halten ganz schön was aus. Okay, das. Wir
Hier ist Captain Cole vom 3. Grenadierregiment. An alle Überlebenden. Piloten im Erhalten, okay. Grafik ist wirklich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Okay, Geisterläufer starten. Wo rennst du hin? Eindringlinge der Miliz. Hier spricht General Mudder von der Interstellar Manufacturing Corporation. Sie verstoßen gegen geltendes Recht. Ich biete Ihnen eine kurzfristige Amnestie an. Offizier, falls Sie sich weigern, werden Sie eliminiert. Okay. Ich habe ja Titanfall 1 nicht gespielt, Leute. Also seht es mir ein bisschen nach, wenn ich hier mit der Steuerung nicht so klarkomme. Und Ego-Shooter auf dem PC habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich war damals richtig viel... Also ich habe richtig viel Battlefield 2 und so gezockt. Auch ESL damals. Aber es ist schon sehr lange her. Deswegen muss ich hier wieder mal ein bisschen klarkommen. Bin es halt eher so bis auf PlayStation und sowas. Kann ich hier hoch? Nee, muss ich bestimmt darüber, oder? Okay, eben da ist der Weg. Ist der böse oder ist der nicht böse? Aber er ist böse. Okay. Alle Milizstreitkräfte in diesem Bereich. Wir werden sie finden. Legen Sie sofort die Waffen nieder und ergeben Sie sich. Leisten Sie keinen. Bitte, ich lege doch nicht die Waffen nieder, Mensch. Egal. Wow, was ist das? Ah, er kann mich unsichtbar machen. Okay, dann schauen wir doch mal, wo es lang geht. Hier runter, oder was? Ich denke mal, es wird hier drüben sein irgendwo. Oder? 24 Meter. Aufpassen, hier ist irgendwo ein Milizpilot. Okay, scheint sauber zu sein. Oder? Hier unten scheint ein Seil zu sein oder so. Unterstützung!
Okay. So, weiter geht's. Hemlock. Ich behalte die mal, die ist gar nicht so schlecht, die Knarre hier. Da, ein Pilot! Hast dich Kontakt verloren? Ich auch, ich hab nur noch gar nicht gesehen. Okay, die Drohne ist weg. Seht ihr diesen Piloten? Zeitline negativ, stand by! So. Okay. Müssen wir jetzt hier runter? Ich springe einfach mal. Uah. Wo denn? Wo? Ich sehe keinen. Ich habe keinen gesehen, Leute. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge dann, wie es denn hier weitergeht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen, wie ihr lustig seid. Aber bis jetzt muss ich sagen, ich komme immer besser in die Steuerung mittlerweile rein. Ich hatte zum Anfang richtig meine Probleme, aber es klappt jetzt schon langsam. Okay, jetzt aber genug gequasselt. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.